Wir geben Vollgas und fahren damit das Gras weg. Wir geben Vollgas und fahren damit das Gras weg. Scheiß doch auf den Sensemann, denn das geht auch ohne Mann, oh Mann. Wir geben Vollgas und fahren damit das Gras Vollgas weg. Gras weg. Wir geben Vollgas und fahren damit das Gras Vollgas weg. Gras weg. Denn willst du auf Flutsch fahren lernen, dann fährst du in dem Grase gern. Yeah. Wie genau, Mann, voll krass geil, ey. Seitdem ich krass geil gern im Gras fahre, da mache ich überhaupt keine Füße mehr beim Treiben, wenn's rutschig ist, ey, Weltstart. Er fährt ne 80 Kilo Viertakt und er leistet seinen Schwur. Denn er weiß, wo ein Wille ist, da findet man auch ne Spur. Yeah, sie nennen ihn den Rasenmähermann, weil er rasend rasenmähen kann. Der Rasenmähermann, yeah. Alors maintenant, DJ Uli est dans la maison. Écoutez à mon rêve pendant je roule sur la trek. Je m'appelle Uli et je roule sur la grasse. Si c'est pas comment, assure-moi avec mon gaz-gaz. J'aime aussi rouler sur les graminées, mais si je vois du risque, je prends la excite. Ja, hallo, ich bin de Fabi und fahr jetzt mal do Abi. Ja, auch ich kann euch sagen, ja, ich fahr gerne auf de Grasplage, weil das fördert die Skills auf rutschigem Boden und killt das Gras ungelogen. Also was hier gezeigt werden soll. Teilweise kann die Grasmäherei auch umgangen werden, indem man dort Sektionen baut, wo das Gras wächst. Am besten schon bevor es so hoch gewachsen ist. So kann sehr gut das Fahren auf abwechselnd griffigen und rutschigen Boden trainiert werden. Grasbedeckte Steine fahren sich nicht gleich, aber ähnlich wie Wurzeln im Wald. Das eignet sich also gut für das Training auf die BWJ und TSG-Läufe in Hornberg am 29. und 30. dieses Monats. So schlagen wir 4 Fliegen mit einer Klappe. Erstens, es wird trainiert, zweitens, das Gras ist weg und alle sind glücklich über mehr Treppchen und weniger Gras. Aber aufpassen, eine zuvorige Sektionsbegehung sei sowieso immer empfohlen, weil uns selbst kleinste und am Gras verborgene Steine böse überraschen können. Also, seid mutig, aber vorsichtig. Viel Spaß!